Schönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe heute mal was für euch. Es geht wieder um das Thema Gedanken. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht. Vielleicht hilft es uns ein bisschen. Und zwar, in der Literatur findet man Hinweise darauf, dass der Mensch 60.000 bis 80.000 Gedanken denkt am Tag, pro Tag. 60.000 bis 80.000 Gedanken. Wahnsinn, oder? Boah, das ist ganz schön viel. Davon sollen durchschnittlich 24% negative Gedanken sein. Stellt euch mal vor, 24% sind negative Gedanken. In Bezug auf unsere soziale Phobie können wir also sagen, dass wir wahrscheinlich am Tag 1000 ängstliche Gedanken verfolgen und uns selber wirklich auch Angst machen. Ja? Und 3% davon sind nur positive Gedanken. Also das ist ja recht wenig. Das ist wirklich wenig. Nur 3% sind positive Gedanken. Ich lese mal weiter vor. Der Rest ist ohne besondere Wirkung. Also der Rest der Gedanken hat keinerlei weitere Auswirkungen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Anzahl negativer Gedanken unter Stress bis zu 70% und mehr ansteigt. Das könnte also bedeuten, wenn wir Angst haben, ja, ist so, dass die ängstlichen Gedanken noch mehr werden. Bis zu 70%. Und nochmal ein kleiner Hinweis, Gedanken sind wichtig für psychische Stabilität und Gesundheit. Gedanken erschaffen unsere Realität. Das ist heute mein Thema. Das wollte ich euch sagen, vielleicht, dass es euch nochmal ermutigt, auch wirklich dran zu bleiben, positiv zu denken. Stellt euch mal vor, wie viel Prozent waren es nochmal? 24% sind negative Gedanken. 24%, wenn wir wirklich weiterhin auch üben, positiv zu denken, das hat wirklich nur große Vorteile für uns. Ja, jetzt ist es nochmal bestätigt, dass man sich halt sehr viele Gedanken macht am Tag und sehr viele halt sehr negativ sind und die wenigsten wirklich positiv sind. Und auch dieses, was man sich so denkt, mit einer sozialen Phobie denkt man ja immer, die anderen Menschen würden einen bewerten. Das stimmt so gar nicht. Weil die anderen Menschen sind mit sich selber beschäftigt, mit ihren Problemen, mit ihren Gedanken. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass sie dann denken, wenn wir uns blamieren, dass sie da jetzt ein ganzes Jahr dran denken, ja, wie wir uns blamiert haben, sondern schon, sagen wir, nach einer halben Stunde sind wir komplett vergessen, egal wie peinlich etwas war. Natürlich gibt es mega peinliche Momente, die andere vielleicht nicht so vergessen, aber man kann sagen, so durchschnittlich sind wir uninteressant. Wir sind uninteressant für die anderen. Diese Bewertungsscheiße, die ist eigentlich nur in unserem Kopf. Ja? Wann bewerten wir Menschen? Überleg mal, wann du zuletzt einen Menschen bewertet hast. Wer war das? Kannst du mir das sagen? Und was hat er falsch gemacht oder wie hat er sich peinlich verhalten? Und wenn er das gemacht hat, sich peinlich verhalten hat, wie denkst du darüber? Denkst du irgendwie, dieser Mensch ist jetzt wirklich klein? Ja, ist lächerlich? Ein Verlierer im Leben? Oder denkst du gar nicht so weit, ja? Hast du gar nicht so viele Gedanken zu dieser anderen Person? Bei mir ist so, wenn ich jetzt überlege, wo hat sich zuletzt ein anderer Mensch blamiert? Fällt mir nicht ein. In Bezug auf mich selber würde mir was einfallen, aber in Bezug auf andere, was ich so täglich erlebe, fällt mir jetzt ehrlich gesagt so direkt niemand ein. Ist jemand auch, wo du denkst, ist ein Loser, ein Verlierer in seinem Leben? Gibt es da jemanden, ja, den du hochhalten kannst? Wenn ich jetzt wieder so nachdenke, fällt mir auch niemand ein. Da fällt mir auch wirklich niemand ein. Also ist ja irgendwie klar, dass dieses Bewertungsding gar nicht so stimmt, wie wir oft meinen. Ich glaube, dessen sollten wir uns bewusst werden, ja. Also möchte ich euch heute noch mal ermutigen, dass wir weiterhin wirklich positiv denken und das wirklich auch durchziehen. Ich weiß, das ist ganz schwierig. Gestern war ich wieder im Kiosk und gestern war ein sehr angstvoller Tag. Ja? Und da hatte ich mir gesagt, komm, sei stark wie ein Löwe und crash da rein, so wie ich es euch gesagt habe. Aber an dem Tag war das auch so, dass dieses, das war so erzwungen an diesem Tag irgendwie, dass auch dieses Erzwingen des Stärkerseins, des Selbstbewussterseins, das hat da wirklich in der Situation genau das Gegenteil gebracht. Ja? Ich war viel ängstlicher als sonst in diesem Kiosk und habe mich auch wirklich verhaspelt, nicht? Ich habe mich einige Male verhaspelt, weil es
weil ich so viel wollte, so viel. Ich wollte stärker sein, aber es fühlte sich nicht so an. Ich hatte gar keinen diesen Anreiz an diesem Tag dafür. Und am Ende habe ich mich auch nochmal versprochen, ja, ich hatte noch 20 Cent Rückgeld. Dann habe ich gefragt, ob sie sowas wie eine Klassenkasse hat. Und dann sage ich, danke Sie am Ende. Danke Sie, was ist denn das für ein Satz? Egal, ja. Da sollte man sich dann auch nicht festklammern oder so. Was ich aber wieder kurz gemacht habe, ist einfach leider so, dass ich kurz dachte, oh, du bist ja wie ein kleines Kind, du bist lächerlich, du bist ein Loser, du kriegst nichts hin, ja. Dass man sogar halber heult, weil man sich selber so sieht. Aber was bringt das? Was bringt das? Ich habe ja dann auch gesagt, dass man sich eher an die positiven Ereignisse klammern sollte. Egal wie klein die sind. Oder wenn man die halt nicht empfindet, dass man diese hat, dass man es trotzdem sein lässt, sich so als Loser, so als Verlierer, so als Nichtsnutz selber darzustellen. Das hat gar keinen Nutzen. Das möchte ich euch nochmal irgendwie sagen. Ich weiß, das ist ganz schwierig. Das habe ich gestern selber erlebt, ja, dass es manchmal gar nicht klappt. Und ihr müsst es so machen, wie ihr euch fühlt, wie ihr euch auch fühlt. Manchmal auch ein bisschen sich überwinden, ja, aber so, dass es sich für euch auch gut anfühlt. Es bringt nichts, sich zu überwinden, wenn man einfach eine scheiß Erfahrung hat. Ja, das sagen manche, du musst gleich in das große Wasserbecken springen, dann geht deine soziale Phobie weg. Ist doch Bullshit, wenn du in das Riesending reinspringst und nicht schwimmen kannst, da gehst du unter, ja, dann rettet dich jemand aus dem Scheißbecken und dann glaubst du, das nächste Mal springst du wieder einfach so in das Becken? Nee, dann lernst du erstmal schwimmen, Schritt für Schritt. So, aber dann hast du vielleicht schon Angst vor dem Wasser generell noch mehr bekommen. Deswegen sage ich immer, dass kleine Schritte genauso gut sind wie große. Für manche mag das stimmen, ja. Bei denen hilft es, die springen ins kalte Wasser rein, die können gleich schwimmen und alles löst sich auf. Das gibt es natürlich auch, aber ich finde, man muss da vorsichtig sein und sich seinem eigenen Tempo anpassen. Ja, früher, wenn du auf einmal alles willst, wo endet das? Das endet darin, dass du siehst, dass du nicht alles auf einmal haben kannst, dass du deprimiert bist und es einfach nicht weitergeht. Ja? Dass du wieder zurückfällst, dass du zu diesem Ding kommst, nee, oh, ich kann das nicht, das ist überfordernd für mich, lass mal sein jetzt, dass du wieder mehr Angst bekommst. Ne? Durch diese große Motivation, das Größte gleich zu erreichen, fliegst du genauso schnell wieder runter. Deswegen möchte ich euch auch ermutigen, halt in eurem Tempo zu machen. Und es muss sich für euch gut anfühlen. Und ihr sollt euch nicht überfordern, ihr sollt euch nur herausfordern. So, wenn ihr euch fühlt, auch wenn ihr einen Tag habt, wo ihr sagt, heute geht gar nicht. Da sagen manche, genau an den Tagen, wo gar nicht geht, sollst du das machen. Ja? Das musst du fühlen. Fühlen, ob das für dich irgendwie an dem Tag auch, ob das Nutzen hat, ja, wenn du es machst und alles in dir sagt, nein, mach das jetzt nicht und das verläuft dann auch scheiße, dann am Ende, was ist denn die Erfahrung? Die ist ja nicht positiv, die ist einfach negativ, weil sich das bestätigt hat, was du vorher dachtest. Heute ist nicht mein Tag, heute ist meine Angst groß, das läuft nicht so. Und am Ende bestätigt sich nur, dass es nicht so läuft und nicht so funktioniert. Deswegen auch wirklich, dass wir mit einer Lockerheit dran gehen, einer Lockerheit, dass wir nicht alles so ernst nehmen. Ja, jetzt haben wir die soziale Phobie, es ist scheiße. Wir können nicht gleich das einfach alles wegwischen mit irgendeinem Zauberspruch, mit irgendwas Großem, was wir reißen, sondern in kleinen Schritten klein selbstsicher werden. So stelle ich mir das vor. Also so denke ich, so möchte ich das. Auch natürlich, dass wir immer weiterhin positiv denken, dass wir das wirklich versuchen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass wir auch uns aber auch entfernen, ja. Dass wir, wenn wir sagen, hey, ich, Sebastian, bin der Typ mit der sozialen Phobie, ich kann nichts, wenn ich das immer sage. Wenn ich das sage, was soll sich verändern? Ja? Hilfe, ich gehe wohin und sage, sorry, ihr müsst mich verstehen, ich habe eine soziale Phobie. Damit nehme ich mir die Chance, irgendwie keine mehr zu haben, weil ich mich selber als der Typ mit dieser Krankheit sehe. Ja? Ich bin Sebastian, bin ein bisschen unsicher, versuche aber mein Bestes zu geben, versuche positiv zu denken. Ist da, finde ich persönlich, irgendwie viel besser. Ist nicht so krass gesagt, ja. Macht nicht gleich alle Chancen zu. Ich sage ja auch, es ist wichtig, so was ihr denkt und glaubt, das ist wichtig, ja. Dass ihr an was glaubt, was euch was bringt und so, sage ich und so. Das muss ja nicht das sein, habe ich auch schon gesagt, was mir was bringt, woran ich glaube, sondern es muss nur euch. Es geht um euch. Es ist euer Leben. So. Ja, natürlich sollen wir das gemeinsam irgendwie schaffen. Das ist heute mein Thema gewesen und das wollte ich euch heute mitteilen. Gestern habe ich so im Internet
Ja, wegen dem Kiosk. Ja, wegen dem Kiosk war ich wieder so down. Irgendwie dachte ich mir, guck mal ein bisschen im Internet über Gedanken. Und dann habe ich darüber was gefunden. Das hat mich interessiert. Habe ich mir ein paar Notizen gemacht und die wollte ich euch heute mitteilen. Ja, meine Lieben, ich werde jetzt wieder nach Hause gehen. Und ich wünsche euch nur das Beste. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und lasst gerne ein Like da und kommentiert auch. Und wenn ihr mich nicht abonniert habt, abonniert mich bitte auch. Es macht mir einfach Spaß und es ist wertvoll für mich. Ihr seid wertvoll. Ich bedanke mich bei euch. Adieu.